YouTube. Herzlich willkommen. Moment, mein Mikro. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von ESO. Wir lassen Scrolls Online. Tamriel Unlimited. Das heißt, ich habe alle Teile, die auch alle schön durchspielen. Das heißt, die nächsten. Ja, ich habe 8 Jahre wie sagt man, 8 Jahre fehlen mir halt. Seit 8 Jahren gibt es ja das Spiel schon. Ja, ich habe viel nachzuholen. Also die nächsten paar Jahre sind wir damit beschäftigt. Und das freut mich, weil ich finde das Spiel schön. Ich bin total, ja, süchtig nach diesem Spiel. Ich habe hier ein bisschen Material bekommen wieder. Ich muss sie mal alle löschen. Kann man die nicht alle auf einmal löschen? Nein. Naja, egal. Gut. Wir haben mit ihm... Das könnt ihr nicht mit ihnen tun, Fürst Diel. Sie leiden Qualen. Ich kann mit ihnen tun, was ich will. Schließlich bin ich es ja, der untersucht, warum diese Vögelchen so furchtbar wütend geworden sind. Gelwin wird ihm ein Ende setzen, sobald er wieder zurück ist. So, Fürst Aladil. Ah, ihr seid zurück. Ihr seid deutlich zuverlässiger als diese verdammten Dolche. Ich sehe ihren Anführer Gelwin nicht. Ist er nicht mit euch zurückgekehrt? Das bedeutet wohl mehr Gold für den Rest von euch. Und jetzt gebt mir bitte die Eier. Hier sind die Eier, aber Gelwin ist noch nicht wieder da? Ich glaube, das hatten wir doch schon. Nun lasst mich mal einen Blick auf diese Schönheiten werfen. Ah, so rund und glatt. Nun, eigentlich ja eher oval. Ich werde sofort damit anfangen, diese Eier zu untersuchen. Moment mal. Was ist los? Wo ist das andere Ei? Mir wurden 5 Eier versprochen, nicht 4. Haben sie euch denn nicht mal zählen beigebracht? Ohne 5 Eier gibt es auch kein Geschäft. 5! Nicht mehr und nicht weniger. Schwachköpfe! Du bist mir sowas von sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Gelwin hat das 5. Ei. Dann schlage ich vor, dass ihr die Lumpensammler findet und es zurückholt. Das wird Konsequenzen haben. Das sind meine Eier. Lasst seine Schwester wissen, dass ich Gelwin die rechte Hand abschlagen lasse, weil er einen Adligen bestohlen hat, falls er nicht zurückkehrt. Sich mit Narren und Idealisten abzugeben, macht durstig. Ich brauche etwas zu trinken. Granette, hallo. Dieser gierige, ignorante, hässliche Sohn eines Mammutarsches. Diel kann von mir aus in den Fluss springen. Warum ist Fürst Diel so wütend? Ich wünschte, ich wüsste es. Der Rest der Dolche hat es zurückgeschafft. Aber es gibt keine Spur von meinem Bruder. Ich hatte meine Zweifel, als wir uns mit Fürst Diel eingelassen haben. Ich wünschte nur, dass ich Gelwin davon erzählt hätte. Aber wer seid ihr überhaupt? Was schert euch das? Glaubt mir, ich hatte keine Ahnung, worauf wir uns da eingelassen haben. Nun, ihr habt meinem Bruder und seinen Dolchen bis hierhin geholfen. Ich hoffe nur, dass wir weiterhin auf eure Unterstützung zählen können. Also hört zu. Ich habe Diels Drohungen gehört. Seine Behauptungen sind lächerlich. Aber er hat Gold. Es ist ein leichtes, Wachen dazu zu bezahlen, falsche Anschuldigungen zu bezeugen. Okay, was schwebt euch vor? Ich glaube, ich weiß, wo ihr meinen Bruder finden könntet. Ganz gleich, ob ihr Gelwin, mir oder diesem Bastard Diel da drüben helfen wollt. Wir müssen Gelwin und dieses Ei finden. Ich will nicht, dass meinem Bruder etwas zustößt. Wo kann ich euren Bruder finden? Es gibt ein Haus auf der Insel, direkt westlich dieses Lagers. Dort sind wir Fürst Diel zum ersten Mal begegnet. Mir fiel auf, dass Gelwin sehr interessiert an diesem Ort war. Ich gebe euch einen Vorsprung, bevor ich Diel davon erzähle. Nun geht und findet meinen Bruder. Okay. Ja. Gut. Finden wir mal den Bruder. Kurz
sieht ja gruselig aus. Nun gut. Wir haben hier einen Runenstein. Jota und Mako. Okay. Nehmen wir ein bisschen Eiche mit. Gut, weiter geht's. Oh, nehmen wir mal mit. Hallöchen. Weiter geht's. Krokodile? Ring aus Werwolfshaut. Ach, mein Inventar ist voll. Wer sagt's denn? Hm? Folterkurs. Ach so. Dummes Fell. Was können wir denn? Gibt es ja. Ich damit. Was haben wir sonst noch? Weiter geht's. Oh, das Werwolfsfell. Neues Buch entdeckt. Entschuldigung. Ist er da drüben auf der Insel? Ah ja, da ist eine Hütte. Geht und sprecht mit ihm. Ich warte hier draußen. Okay. Vergesst nicht, was ich gesagt habe. Die Dolche haben Vorrang. Dann erst kommen die Idealen. Gut. Ich bin gerade am Überlegen, gibt es nicht wieder. Was? Ja. Hier ist kreischende Narbe. Gossheim. Okay. Gehen wir erstmal rein. Miltris Fischerhütte.
Hallo, Galvin. An der Sache hier ist doch etwas faul. Ich denke nicht, dass Fürst Diehl uns gegenüber völlig aufrichtig war. Aber wie habt ihr mich gefunden? Granett schickt euch, nicht wahr? Ja, ihr habt das eigentlich zum Lager zurückgebracht. Granett macht sich Sorgen und Diehl ist sauer. Ich weiß. Ich war auf meinem Weg zurück, als ich beschloss, diesen Ort näher in Augenschein zu nehmen. Als wir das erste Mal hier waren, kamen Diehl und seine Söhne aus diesem Gebäude, um uns zu begrüßen. Ich dachte, wenn es hier einen Ort gibt, der ein paar Antworten bereithält, dann muss es der sein. Und was habt ihr entdeckt? Noch nichts, aber irgendwas gefällt mir an der ganzen Sache nicht. Ich bin sicher, dass seine Durchlaucht uns nicht die ganze Wahrheit über die Raserei der Harpyien erzählt hat. Auf jeden Fall verlasse ich dieses Haus nicht, bis ich etwas gefunden habe, das etwas Licht auf Diehls Pläne wirft. Nun gut, dann helfe ich euch mal suchen. Zum Beispiel da die Truhe sieht verdächtig aus. Diese vollig riechende Truhe enthält eine große Menge verrottenen Fisches. Hier haben wir ein verdächtiges Kästchen. Pfeile, Aalen und andere kleine Dinge sind Bestandteile eines Ködersatzes, wie es scheint. Gefüllte Flaschen. Die Flaschen sind gefüllt mit einer seltsamen, stark riechenden Flüssigkeit. Sie riecht nicht sonderlich gesund. Verdächtiger Fisch. Im Gegensatz zu den anderen Fischen im Raum riecht dieser erstaunlich frisch. Mit den richtigen Gewürzen könnte man ihn sogar als essbar bezeichnen. Okay, dann haben wir hier noch so eine Urne. Welches Geheimnis diese Urne auch immer enthielt, es wurde entfernt. Es bleibt nur ein wenig stechende, riechende Asche zurück. Okay. Die Katakomben von Kaff Bedrau, von Viktor Gruquell. Verdächtiger Teppich. Ah, Vertrag mit Haus D. An Fischer, Halvier, Miltrin und Mitarbeiter. Gemäß unseren Vereinbarungen erhalten ihr hiermit den unterzeichneten Vertrag, der unser Geschäft besiegelt. Außerdem solltet ihr die Flasche mit Elixier erhalten haben, die die gewünschte Wirkung hervorrufen. Seid vorsichtig, ich musste mich mit verschiedenen ruchlosen Organisationen in Dolchsturz arrangieren, um an die benötigte Menge zu kommen. Präpariert einen Tagesfangfisch mit dem Inhalt einer vollen Flasche und legt die Fische dann aus, damit die Harpyien sich an ihnen laben können. Es sollte nur ein paar Tage dauern, bis wir die Wirkung beobachten können. Je mehr behandelte Fische die Harpyien verzehren, desto aggressiver werden sie. Wenn die Harpyien gefährlicher werden, muss sich jemand um die fiesen Vögel kümmern. Sobald sie aus dem Weg geschafft sind, können wir durchstürzt die Küste hinunter erweitern und unsere Investition um ein Hundertfaches erhöhen. Absolute Geheimhaltung ist unser oberstes Gebot. In der Zwischenzeit beauftragen wir eine weitere Gruppe, die Harpyien und Eier beschafft. Schadet nicht, wenn wir ein wenig Gewinn mit den Biestern machen, wenn wir schon einmal dabei sind. Muss ja niemand wissen, wie das alles angefangen hat. Es sollte so aussehen, als ob wir nur unsere Bürgerpflicht erfüllen und der großen Stadt Dolchsturz in ihrer Zeit der Not helfen. Fürst Alan Diehl von Dolchsturz. Ihr habt etwas gefunden, nicht wahr? Was ist es? Sagt mir, was ihr gefunden habt. Ich habe diesen Vertrag gefunden. Fürst Diehl weiß mehr über die Harpyien, als er zugibt. Lasst mich mal einen Blick darauf werfen. Was im Namen des... Fürst Diehl vergiftet schon die ganze Zeit die Harpyien. Er hat diese Raserei angezettelt. Und jetzt behauptet er, er würde nur helfen wollen. Er hat uns nur benutzt. Er bezahlt euch auch genug, um die Dolche zusammenzuhalten. An diesem Gold klebt Blut. So etwas tun die Dolche nicht. Wir sind keine gewöhnlichen Diebe, die Gesetze brechen, nur um sich die Taschen zu füllen. Wir balancieren hier auf Messerschneide. Und es ist noch unklar, wessen Blut es kosten wird. Ich wollte nicht, dass die Dolche ihre Laufbahn so beginnen. Aber was ist, wenn die Dolche nicht bezahlt werden? Nun, wir müssten uns auflösen.
Wir würden getrennter Wege gehen und darauf hoffen, unsere Familien irgendwie anders ernähren zu können. Verdammt, das ist keine leichte Entscheidung. Ich kann einfach nicht akzeptieren, unsere Laufbahn damit zu beginnen, einem Adligen dabei zu helfen, etwas Unrechtes zu tun. Ungeachtet aller Konsequenzen werdet ihr das Richtige tun müssen und Fürsten Deals Verrat aufdecken. Natürlich, ihr habt recht. Deal muss aufgehalten werden. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Und wenn alle Stricke reißen, ich war immer schon gut im Improvisieren. Okay, und was soll ich tun? Ihr habt schon genug getan. Beschäftigt irgendwie für Stil. Es ist nicht an euch, diese Sache zu Ende zu bringen. Das ist Arbeit für die Dolche. Selbst wenn es sich als unser letzter Auftrag herausstellt, werden wir ihn erfüllen. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Reden mit diesem Popo. Mutter Aas. Ah, da ist er ja. Fürst Elendil. Es war so einfach, Gelwins Aufenthaltsort von seiner Schwester zu erfahren. Also wo ist dieser verdammte Dieb? Und wo bei den acht ist mein verdammtes Ei? Ihr bekommt das Harpünien-Ei nicht. Was habt ihr gesagt? Wie könnt ihr es wagen? Das ist mein Eigentum. Ihr glaubt doch nicht, damit durchzukommen, oder? Ich wusste, dass ich einem solchen Haufen von zwielichtigem Abschaum nie hätte vertrauen dürfen. Noch vor dem Abend werdet ihr in den Händen der Wache von Dolchsturz sein. Ach ja, oder sie könnten erfahren, wie die Harpünien-Bedrohung wirklich begann. Ihr meint, dass die Wache euch glauben würde? Irgendwelchen Gossenratten, die Anklage gegen einen weithin respektierten Adligen erheben? Ihr seid noch dümmer, als ihr ausseht. Die Wachen werden munter vor sich hinkichern, während sie euch in den Kerker schleifen. Oder vielleicht bringen wir das auch lieber gleich hier zu Ende. Eigentlich sind König Kasimir und ich gute Freunde. Ihr Freund des Königs? Oh, das ist zu köstlich. Wirklich? Ihr tafelt gewiss regelmäßig mit seiner Familie? Macht ihr vielleicht sogar zusammen Urlaub auf dem Lande? Nun, ich werde ihn von euch grüßen. Es ist eine Schande, dass ihr einen solch tragischen Unfall hattet. Wachen! Naja, leg mal wohl. Wachen! Was im Namen der Göttlichen... Die sehen so schön aus, wo sie da geflattert hat. Kann ich sie nicht befreien? Naja. Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Unnuk. Gelwin hat den Bastard also getötet? Hätte nicht gedacht, dass er das Zeug dazu hat. Ändert aber trotzdem nichts daran, dass er uns das ganze Geschäft versaut hat. Ich hatte euch gebeten, es ihm auszureden. Fürst Deal plante, die Harpünien und die Eier zu verkaufen. Er hat euch benutzt. Ja, das dachte ich mir schon. Seine Durchlaucht steckte also auch hinter dieser ganzen Sache mit der Harpünien-Bedrohung, oder? Nun, dann war es ja gut, dass ich mich nicht auf Gelwin verlassen habe, ein bisschen Profit zu machen. Was meint ihr? Ich habe mir das hier in ihrem Lager geschnappt, als keiner hingesehen hat. Es ist nicht viel, aber ein paar Edelsteine sind besser als gar keine Edelsteine. Warum sagt ihr Gelwin nicht, dass ihr sie bei der Leiche seiner Durchlaucht gefunden habt? Wir wollen ja nicht, dass er denkt, ich hätte sie gestohlen oder so. Warum gebt ihr eure Beute nicht einfach Gelwin? Nun, ich vertraue euch. Außerdem muss ich diese Flatterfrauen freilassen. Und sie werden nicht gerade bester Laune sein. Ihr habt euch heute schon um genug Angelegenheiten der Deutsche gekümmert. Überlasst das mir. Geht schon. Ich schließe später zu euch auf. Nun denn? Okay. Oh, aha. Wah. Stehen Sie. Es tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Moment, ich weiß, dass ihr alle auf mich gezählt habt. Ich
die muss ich natürlich noch öffnen. Gold, Flachs, Robe der Ausdauer und Leben. So, Galvin. Die lässt weg, aber ich fühle mich noch immer nicht besser. Diese Leute haben sich auf mich verlassen und ich habe versagt. Ich schaffe es nicht mal, eine einzige Aufgabe richtig zu erledigen. Schreibt die Dolche noch nicht ab. Was meint ihr? Ja, wir sollen ja nicht da, ne? Okay, ich habe diese Beutelsteine bei der Leiche von Festil gefunden. Dieser aufgeblasene Arsch hat die mit sich herumgeschleppt? Das passt ins Bild. Eigentlich haben wir den Auftrag ja auch erledigt. Halt, was rede ich da? Das ist nicht richtig. Diese Edelsteine gehören nicht uns. Ihr habt euch diese Edelsteine verdient und jetzt können die Dolche zusammenbleiben. Ich dachte, die Dolche wären am Ende. Aber es scheint, als ob wir doch eine Zukunft hätten. Hier, nehmt dies. Für eure Hilfe beim Abschluss dieses Auftrags. Betrachtet es als kleines Zeichen unserer Anerkennung. Ihr werdet immer einen Platz bei den Dolchen haben, wenn ihr wollt. Sehr schön. Was haben wir denn bekommen? Ein paar Stiefel. Abgeschlossen die kreischenden Narben. Sehr schön. Kann nicht nun verändert werden. Störrische Berührung kann nun verändert werden. Okay. Ja. Lachsrobe der Ausdauer, gute Robe des Lebens. Nee. So. So, Füße, was haben wir denn gekriegt? Kampftritte der Dolche aus Werwolfshaut. Ja, ich muss mal langsam Sachen verkaufen. Der Werwolfs. Gewährt 103 Ausdauer. Regeneration. Okay. Gut. Das war's dann. Betretet die Spinnen. Genau, das wollten wir die ganze Zeit machen. Aber ich habe mich ja einfach wieder mal verleiten lassen. So. Dann versuchen wir jetzt mal wenigstens bis davor zu kommen. Hey, jetzt ist es mal gut. Stein. Oder irgendwas. Ah, nee. Aber egal, nehmen wir mit. Feineisenerz. Sehr schön. So. Hier haben wir auch noch ein Eisenerz. Die Unerschrocken betretet die Spinnen. Das wollte ich ja die ganze Zeit schon. Ich könnte ja mein Viech rufen. Wieso nicht? Habe ich keins? Da wollte ich doch schon sagen. Ein toter Wolf. Noch ein toter Wolf.
Was ist hier los? Schon. Was ist denn hier? Kalthaus entdeckt. Ja, ne. Okay, macht's mal gut. War schön hier. Nein, wir machen jetzt erst die Tiefen. Alles andere bringt jetzt nichts hier. Holen uns das Fleckchen noch. Sehr schön. Holen uns das da noch. Wegschreine Blumen. Händler? Ach, die lieben Händler. Oh, ein totes Pferd. Halbwederschienen. Formen des Glaubens der Bretonen. Formen des Glaubens der Bretonen. Akai, Gott des Kreislaufs von Leben und Tod. Oh, so ein langes Buch. Okay, da ist ein Geist. Oh Mann. Ach, herrje. Tod. Und ohne auch nur ein Fitzelchen des Schatzes mein eigen zu nennen. Was ist los, Richard, du Sand? Ihr da, ihr könnt mich sehen? Ja, wer seid ihr? Wer ich bin? Nun, ich bin Richard Dusand, berühmter Abenteurer und Schatzjäger. Zumindest war ich das einst, bevor die Kultisten in Burg Dresan mich ermordet haben. Ich war in den Ruinen und suchte nach dem Schatz, wisst ihr? Welcher Schatz? Dem berühmten Schatz von Burg Dresan natürlich. Ihr könntet meine Aufgabe für mich zu Ende bringen. Es gibt 3 Statuen. Die Herolde. Nehmt die Opfergaben, die ich in meinem Rucksack mitgebracht habe, und bringt sie dem richtigen Herold dar. Das sollte einen Durchgang unter dem Brunnen öffnen. Nun gut, ich werde den Herolden die Opfer darbringen. Nun hört genau zu. Ihr werdet euch eine Menge merken müssen. Oh. Was für eine Art Schatz werde ich finden? In den Chroniken, die ich studiert habe, wurde das nie genau gesagt. Aber es hieß, dass hier der größte Schatz aller bretonischen Reiche aufbewahrt werden würde. Okay, was sind Herolde und was hat es mit ihnen auf sich? Die Herolde sind 3 gravierte Statuen, die euch jeweils ein Rätsel stellen. Ihr müsst vor jedem Herold eine Opfergabe ablegen. Diese Statuen sind der Herold des Durstes, der Herold der Erinnerung und der Herold der Erleuchtung. Welche Gaben sollte ich denn ablegen? Meine Tasche enthält mehrere mögliche Opfergaben. Nehmt mal einen Rucksack und seht nach, ob ihr die Opfergaben mit den richtigen Herolden in Verbindung bringen könnt. Gravuren auf den Statuen geben Hinweise darauf, welche Opfergaben sie annehmen werden. Ihr wurdet vom Kultisten getötet? Ja, diese Bastarde! Ich habe versucht, mich an ihnen vorbeizuschleichen, aber nun, ihr seht ja, wie das ausgegangen ist. Das Geisterdasein hat meiner Karriere als Abenteurer einen ziemlichen Dämpfer verpasst. Ja, nun gut, ja. Zur Flanke! Herold des Durstes. Untersuchen. Die Statue trägt folgende Inschrift: Der Dämon des Wissens entfachte großes Verlangen, das Unbekannte kennenzulernen.
und das Ungeschriebene niederzuschreiben. Wir erinnern uns an dieses Verlangen, diesen Wissensdurst mit einem Gefäß, das leer beginnt und mit Wissen gefüllt werden muss, durchsucht Dusans Rucksack nach passenden Gaben. Die Wasserflasche? Ja, den Becher. Okay. War leere Becher, ne? Der gefüllt werden muss. Okay, oh, so kann ich aber nicht spielen. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt, so zu spielen. Von den Seiten! Gimme your gold. Gimme your gold. Gimme your gold. Stahlschwert, warum habe ich das blöd? Stahlschwert mit. Umgehen! Stufe 17. Sehr schön. Okay. Dann Verzauber. Schwache Glyphe der Abhärtung. Weiter. Wir gehen auf Magika. Können wir hier noch was machen? Hier Gefährte? Nö. Zerstörerische Berührung. Was macht die? Erhöht Reichweite höhere Ringe der Höhe. Was ich eigentlich nicht benutze, ne? Es wird alle Elementar. Guckt einen Feind an. Soll ich denn das machen? Okay, was haben wir noch? Aber das ist Magnus. Ah, machen wir das. Okay, weiter geht's. Also. Der Hohe der Erinnerung. Untersuchen. Also, die Statue trägt folgende Inschrift. Geschichte über dort Fleisch und Blut. Der Berg zerfällt, der See trocknet aus, aber die Karte erinnert sich. Die gesamte Geschichte ruht im Folianten. Aber der Foliant enthält nur die Wahrheit und dafür harren wir aus. Mir fehlen drei mögliche Gaben. Des Schatzes von Burg Dresa nicht würdig. Also nochmal. Das war falsch. Okay, das war richtig. Gut, hallo ihr da. Stirb doch endlich. Okay. Dann gehen wir dorthin, weil ich bin extra gerade nicht dorthin gegangen, weil es gibt dort Scherben. Scherbe. Huh.
braucht viel Magik, habe ich jetzt aber gerade gemerkt. So. Hol uns mal eben die Glasscherbe. Nicht die Himmelsscherbe. Ja. Benissen. Ist eine lange Folge heute, ja. Aber es macht ja nichts, oder? So, untersuchen. Diese Statue trägt folgende Inschrift. Wissen ist Licht. Es ist das Licht der Kerze auf der Buchseite und die Erleuchtung, die das Studium uns schenkt. Wir suchen das Licht gegen die Schatten der Unwissenheit und die Finsternis der Verzweiflung. Leg die Kerze ab, leg die Spitze eines... Bringt den Heroenopfer, da findet den alten Brunnen. Hallöchen. Und das ist nicht die Zinnkette. Hier ist auch der Brunnen. Die Burg Dresan. Gut, aber ich werde jetzt ein paar verändern. Ich glaube, das geht nicht. Oh. 150 Kronen, dreifach Wiederherstellungstränke. Sehr schön. Okay. Sind wir hier? Was mache ich hier? Da ist das Kind in den Brunnen gefallen. Oh je. Na gut, jetzt wende ich doch nicht den Part. Mal sehen, ob es nicht zu lange dauert. Okay. Nee, wir warten ein Weilchen. Das machen wir erst im nächsten Part, weil ich habe das Gefühl, das wird doch ein bisschen viel hier. Gut, ich würde sagen, ich beende den Part und im nächsten Part machen wir dann weiter. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentare, Tipps und Tricks, wie immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Adios.